jagen wir das ja echt in die Luft. Nur wenn uns ein Zerg über den Weg läuft. Ich geb dir gleich deinen Zerg. Wie geil war das denn bitte? Der dunkle Templer. Primärer Schwarmcluster Planet Char. Spürst du das Zerebrat? Die Protoss sind hier, auf Char. Sie haben sich hier eine Zeit lang versteckt. Nein, ich kann sie noch nicht riechen. Protoss-Kommandant, es war dumm von da dir, ist er ja. Hierher zu kommen. Denn ich bin Kerrigan und ich bin die Königin der Zerg. Ich kenne euch gut, oh Königin der Zerg. Echt jetzt? Denn wir sind uns bereits begegnet. Wohl erinnere ich mich an eure selbstlosen Taten bei der Verteidigung der Menschheit gegen die Zerg. Schmerzlich ist es zu sehen, dass ein Wesen, das einst so ehrenhaft und voller Leben war, sich der verschlagenen Tücke des Overmind ergeben hat. Du solltest lieber nicht versuchen, über mich zu rechten, Templer. Du würdest feststellen, dass meine Macht der deinen mehr als ebenbürtig ist. Ja, ich spüre sogar, dass deine hochgerühmten Kräfte seit unserem letzten Treffen eher noch schwächer geworden sind. Möglicherweise, oh Königin. Aber könnte es nicht auch sein, dass ich es nicht nötig habe, meine Macht in einem so kindischen Kräftemessen zur Schau zu stellen? Närrischer Templer. Feigling. Bereite deine Verteidigung vor. Ich werde dich schon bald vernichten. Yo, und damit herzlich willkommen hier bei StarCraft auf der Zocker-Lounge, liebe Zocker-Lounger und YouTuber und Steamiter und DTuber, ihr wisst schon, was ich meine. Ziele, vernichten Sie die Protoss-Eindringlinge, Kerrigan muss überleben, let's go. Kerrigan, ich fühle eine seltsame Aura um diesen Tempel. Vielleicht solltest du den Angriff noch einmal überdenken. Was ist denn für ein Tempel? Zum letzten Mal, Zas. Es ist gefährlich, meine Motive und meine Autorität in Frage zu stellen. Da geht's. Du wagst es, einem Zerebraten zu drohen? Du wirst unser aller Untergang sein. Kerrigan haben wir auch dabei. Die steht hier. Okay. Checkt immer hier rüber. Checkst mal hier runter. Warum steht die Drohne nur rum? Okay. Sieht ja dann eher so aus, als müssten wir landtechnisch nur an zwei Stellen verteidigen. Also schauen wir mal, dass wir hier überall Schleim hinkriegen. Macht sicher Sinn. Du bleibst mal schön in der Base und hier machen wir auch Landverteidigung. Wer weiß, was das gut ist.
Können wir schon irgendwo Gas fördern? Nee, können wir noch nicht. Können wir aber bauen. Zack, bumm. Und den nächsten, bitte. Und echt geil, dass ich jetzt Wächter bauen kann. Das gefällt mir richtig gut. Check mal, was geht hier? Okay, erstmal keine Protoss in Sicht. Und du baust Schleim. Was braucht man? Evolutionskammer, okay. Ihr könnt euch ruck mal hier runterkommen. Ja, jetzt geht das wieder los. Aber kein Ding, kriegt ihr. Ja. Auch hier Minerals. Und dann erforschen wir noch ein bisschen mit dem. Plateau. Okay. Interessant. Und da kommt man nur per Luft hin. Sehr interessant. Okay. Irgendeiner hat es gerade versucht. Muss ich gar nicht hier viel so viel Defense hier rüber bauen. Auch gut zu wissen. Beziehungsweise hier auch Landverteidigung und du auch nochmal Landverteidigung. So, kommt meine lieben Drohnen. Ich brauche mehr Mineralien. Und das hält eine Weile. Hoffentlich. Was ist denn gerade fertig geworden? Achso. So, dann kannst du mal als erster Luftabwehrturm hier hin. Ja, weiß ich doch. Ich brauche auch noch einen Overlord, sehe ich gerade. As fast as possible. Komm, mach mal hier wieder einen Spot frei. Ja, okay, okay, okay. Luftabwehr. Gut. Und jetzt den Overlord. Come on. Apropos Overlord, wo haben wir die denn hingeschickt? Ja. Du mal dahin. Du kannst von mir aus da bleiben. Tja, gute Verteidigung sieht auch anders aus. Kann man schon ein Update starten? Nö, kann man nicht. Wie viel haben wir denn da? 10. Also gut, noch 2, dann sind es 12. Das soll dann mal genügen. Du mal hier dazu als Detektor. Und wir bauen weiter schön Drohnen. Jetzt können wir aber ein Update starten. Okay, 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 okay. Läuft doch ganz gut für den Anfang. Solange er mich nicht angreift, alles easy. Alles easy going, solange er mich nicht angreift. So, wir bauen hier noch einen hin. Und wir bauen auch noch hier irgendwo Luftabwehr hin. Sicher, sicher. Dronies, come on. Hier hätte ich auch gerne noch einen.
Ah, ich bunker schon wieder zu viel, glaube ich. Das Update wäre jetzt auch mal wichtig. Zum Bau mutieren. War mal noch hier, den hier. Okay. Und du baust mir. Ja, Hydralistenbau wäre auch nicht schlecht, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Mineralien. Zack. So wird es nie was mit den 150. Ja, hier geht ihr vielleicht noch helfen. Und weiter. Gut. Das hätten wir. Ah, fühle mich doch eigentlich schon ein bisschen sicher. Schon gedacht, mehr Overlords. Ihr zwei könnt da mal Gas sammeln gehen. Zack. Und zack. Und wir starten das nächste Update. Gut. Können wir eigentlich auch gleich starten. Die Kohle gerade haben. Hier oben brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwo Luftabwehr. Das ist dann dein Part. Und hier hätte ich noch gerne irgendwo Luftabwehr. So. Und dann möchte ich schnell hier rüber. Und es gibt echt keine Landverbindung. Das ist ganz interessant. Aber gut. Macht ja nichts. Müssen wir nur halt eben erst erforschen, jetzt um genau zu sein. Transport für Overlords 2. 200 Gas habe ich nicht. 200 Gas habe ich nicht. Dann machen wir derweil nochmal hier Luftabwehr. Jetzt haben wir dann noch alles voll geschleimt. Und wenn du nichts zu tun hast, dann geh am besten auch Gas holen. Mal da 4 Stück, das sollte ja reichen. Kerrigan, du verteidigst die Drohnen, dann bist du aus der Schussbahn. Okay, ein Update läuft. Jetzt bauen wir gerade mal Overlords. Die kosten kein Gas. Ja, aber mehr wie 4 Drohnen machen ja auch keinen Sinn, ne? Ja, nicht wirklich. Achtung, wir werden angegriffen. Feuer frei. Feuer, 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 Feuer. Ups, das hat mir schon fast den Turm zerschossen. Naja, irgendwann muss der ja mal kommen. Okay, einen da oben. Und wo macht noch einer Sinn? Hier irgendwo. Und dann bauen wir mal ein paar Hydralisten. Noch was dort stehen haben. Komm, Update. Jawohl. Was ist das da eigentlich für ein Update? Benötigt Schwarmstock. Also ich kann ihn. Königinnennest. Kann ich ja hier schon fast alle Gebäude bauen. Das finde ich jetzt irgendwie cool. So, wir bauen nochmal welche. Sicher, sicher. Und eigentlich könnten wir auch mal einen Overlord hier rüber schicken. Zum Scouten. Apropos Scouten.
Apropos Scouten. Komm, wir gucken mal. Wo ist denn hier eigentlich... Okay. Da zum Beispiel. Da wäre die nächste mögliche Base. Schön, 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 schön. Das heißt, Drohne hier rein. Und hier raus. Du fliegst gleich relativ weit vor. Und wir machen in der Zeit noch schnelle Overlord-Bewegung. Warum nicht? Oh, Alice hatte ich lieber gehabt. Egal. Egal. Oh, guck dir mal, was für ein Fail. Jetzt habe ich zwei Hydralisten-Baus. Kann ja mal passieren. Scheiß drauf. So, Basis. Wo gehst du hin? Hier. Und du bleibst hier stehen. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann bau noch mal Drohnen, damit wir die Basis erweitern können. Updates laufen alle, okay. Bin da echt ganz zufrieden. Wir brauchen jetzt den hier. Wir brauchen mehr Vespingas. Ja, schön. Ich arbeite dran an mehr Vespingas. Hier könnten wir eigentlich. Mit denen könnten wir eigentlich voll Stress machen, ne? Komm, wir scouten noch ein bisschen. Haben wir gerade eh nichts bauen können. Kommen wir gar nicht hoch. Sind wir wieder auf einer Insel? Keine Ahnung. So, bau mal den da, danke. Bau mal den da, danke. Dann haben wir auch das hinter uns. Ja. Wie immer halt. Ah ja, aber hier wird was fertig. Und die Hydralisten haben beide Updates. Und der Turm regeneriert sich langsam. Turm, was bist du eigentlich? Tiefenkolonie, keine Ahnung. Ameisenhügel. Was bist du eigentlich? Was sollst du sein? Keine Ahnung. Zungenlecker. So, und hier brauchen wir natürlich ganz viel Luftabwehr. Irgendwie. Okay. Stufe 3 könnten wir auch machen. Das ist cool. Und jetzt können wir den Schwarmstock aufstocken. Auch cool. Plus, wir brauchen es gerade nicht, wirklich. Daher hier ein bisschen... wo? Aha, hier mal hier. Simple Luftabwehr und ihr geht direkt... Ja. Gasflorern. Kommt schon. Stock. Okay, da kann ich ihn bauen. Kohle für ein paar Hydralisten ist auch da. Eine Königin wäre auch cool. Ach Mensch, ich will alles bauen. Ich will alles bauen. Bau mal hier vielleicht noch einen hin. Sicher ist sicher. Zack.
ziemlich blöd, was ich hier mache, ne? Gegen Protoss. Alle auf einen Haufen stellen. Schön alle mit einem Schuss weggeballert werdet. Wird schon schief gehen. Hoffe ich mal. Sonst kann ich wenigstens sagen, ich hab's euch ja gesagt. Alle Angriff. Hallo? Alle. Oh mein Gott. Er hat Schnecken. Genau das meine ich. Ein Schuss, alle tot. So, bleibt ihr vielleicht mal hier irgendwo stehen und baut du mir nochmal... Ihr bleibt vielleicht hier ein bisschen weiter drüben stehen. Was haben wir denn hier jetzt noch erscoutet? Gar nichts. Ich glaube aber, der Protoss ist eher nicht über Land zu erreichen. So meine Vermutung. Also ich habe keine Ahnung. Ich bin hier vollkommen blind, was das betrifft. Da können wir wieder was ausbauen. Hier können wir auch ein Update starten. Hier auch. Und hier brauchen wir neue Verteidigungseinrichtungen. Da gibt es jetzt zwei. Und hier drüben brauchen wir am besten auch noch eine. Ja, komm mal her. Ja, okay, habe ich kapiert. Baut doch alles. Was ist dein Problem? Aus der Luft hat er mich jetzt ja noch gar nicht angegriffen. Jetzt schleim mal noch den Rest hier voll. Dem Plateau. Evolution abgeschossen. Kein Geld, dann dieses. So. Evolution abgeschossen. Was ist jetzt fertig? Gott, Luftabwehr, okay. Hier können wir noch eins hinbauen und du dann hier rein und du dann hier rein und die nächsten drei. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ist ja gut. Was ist jetzt fertig? Dieser hier, okay. Dann fahren wir hier nochmal den Lava-Weg entlang. Scheint irgendwie... Keine Ahnung, wenn da nicht irgendwo eine Brücke kommt? Ah ja, okay, hier geht's vielleicht lang. Schnell zurück. Ich hab Schiss. Und noch eine Evolution ist abgeschlossen. Okay, jetzt bauen wir mal eine Königin, warum nicht? Und dann noch Flieger. Deren Updates können wir auch laufen lassen. Und ihr... Tja, hier noch ein. Dann war's das. Ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Ich hab's ja kapiert. So, fliegt ihr mir nochmal hier hin? Habe ich da nicht auch noch welche gebaut? Ja, klar. Und ihr könnt euch verpuppen, sagt man das so? Keine Ahnung. Verwandelt euch in was Besseres. Ja, das machen wir auch, das Update. Also doch Landweg. Na, hier oben ist wohl auch nichts mehr.
runter. Geil, und da haben wir wieder zwei und die Updates laufen. Und hier wäre eine mögliche Base. Okay, da sind, haben auch die Protoss kapiert. Das haben auch die Protoss kapiert. Jetzt möchte ich aber gerne mal... Wie komme ich eigentlich hier hoch? Weiß keiner. Ist aber egal, kommt ihr mal hierher. Ihr verpuppt euch jetzt auch. Und wir bauen schnell wieder Hydralisten nach, weil ich glaube, ich habe gerade alle in den Tod geschickt. Aha. Oder auch nicht. Tut weh, ne? Tut weh. Tut weh. Und ich habe gedacht, vielleicht hier irgendwo, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ihr zieht mehr rein. Aber gut, die Protoss sind auch ultra stabil. Ultra stabil. Sehr nice. Funktioniert. Bleibt mir alle da, habe ich euch. Lebt ihr alle noch? Okay. Alright, also da können wir auch eine Basis bauen. Gut, wir bleiben gerade mal hier stehen und nehmen wieder eine Drohne mit. Wir müssen hier oben jetzt aber Einheiten bauen, unbedingt. Oh, gerade sage ich's. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen ätzend hier. Kannst du irgendwas tun? Parasit bringt jetzt nicht so viel. Luftabwehr, ja. So wie hier zum Beispiel. Warum hast du dich nicht gebaut? Schick mal einen hier hoch, schick mal einen hier hinter. Und ich wollte einen hier runter schicken, ne? Wo ich angegriffen worden bin. Oh oh. Das ist natürlich... so nicht der Plan. Das heißt, ich muss euch eigentlich auch irgendwie hier hochbringen. Aber das ist an sich auch kein Problem. Ein Overlord. Gut. Basis bauen. Let's go. Hoch und ausladen. Halt. Let's go. Okay. Die Verteidigung hält. Dann weiter. Mach mal einfangen, dass die Königin nicht ganz so nutzlos ist. Und würde sagen, läuft doch ganz gut, ne? So. Hier klatscht schon wieder alles voll mit Luftabwehr. Und die Ressourcen werden schwach in der Hauptbase. Aber gut, wir haben ja noch. Wir haben ja noch was in die Richtung. Beziehungsweise ich sollte mal Flieger bauen und Overlords, weil ich absoluten Gasüberschuss habe. Komischerweise. Habe ich eigentlich nie. Ja, ist okay.
Ihr verteidigt das Ding hier schon, ne? Cool. Läuft, würde ich sagen. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder jeder Zergspieler sich im Grab rumdrehen würde, weil ich viel zu passiv bin. Aber das ist auch nicht meine Rasse. Gar nicht. Ach Mist. Wollte ich doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht bauen. Ich brauche wieder Overlords. Dann hier weiter. Jetzt hier schon Stufe 3. Cool. Ja, der Schleim verteilt sich noch ein bisschen, aber einen können wir auf jeden Fall schon mal hier hinsetzen. Ihr geht hier rüber, dass ich euch gleich habe. Und ihr baut Hydralisten, ihr seid von Arsch. Und jetzt habe ich aber auch keine Mineralien mehr. Den Overlord, den schicken wir irgendwo hier hin. Zum Scouten. Du baust Luft. Du auch. Und du sowieso, wollte ich sagen, aber so, voll in Weg natürlich. Auch wieder ein bisschen blöd gebaut. Egal. Ist hier halt nicht die große Gasförderstation hier oben? Ich sollte mehr scouten, definitiv. Daher bau mir... Ah, einen zweiten hätte ich Schock gern. Okay. Geht hier auch mal Mineralien sammeln. Halt mal, ich habe doch hier noch zwei. Den könnten wir auch ein bisschen scouten. Hier geblieben. Stopp, Position halten. Lasst euch da nicht wegdrängen. So, und wir gucken dann einfach mal hier ein bisschen. Die andere Seite von dem Lavastrom an. Aber hier in der Mitte ist doch vielleicht auch was. Eine Insel. Noch mehr Platz für eine Basis. Kann doch kein Zufall sein hier, oder? Die Mitte. Das bestimmt nachher irgendwas. Ernsthaft. So, Update. Wie schaut's hier aus? Können wir machen. Level Stufe 3. Sehr schön. Hallo Brotos, wo bist du eigentlich? Ja, unten rechts. Kann ich mir schon denken. Aber an sich ist die Karte ein bisschen leer, ne? Keine Protestanstalten. Ja, sag mal. Da. Okay. Oh. Dich überrenne ich sowas von. Wie viel haben wir hier? Zu wenig. Prinzipiell zu wenig. Egal, so Drohnen brauchen wir keine mehr bauen. Dann kümmern wir uns auch hier um Lufteinheiten. Und machen jetzt eine Gruppe 1 und schicken sie gleich mal davor.
sammelt euch mal. Wie viel haben wir hier noch? Gruppe 2 auch davor. Gruppe 3 auch davor. Soll der wohl reichen? Da kommt wieder einer. Tja. Und ich muss aufpassen, denn ich habe gerade gesehen, dass ich irgendwo hier angegriffen werde. Nö, doch nicht. Ne? Gut, aber den Spieß drehen wir um. Wo kommt ihr eigentlich her? Komm, verpuppt euch auch noch derweil. Ah, da sind sie da. Toll. Scheiß Timing. Egal. Oh, oh. Ah, nervt mich jetzt schon ein bisschen. Helft ihr mal hier oben. Helft ihr sicherheitshalber auch mal hier oben. Was verliere ich alles? Na, 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 na. Nix, hoffe ich doch. So, ihr wieder hier runter. Ihr auch. Ihr wieder hier hin und den bauen wir halt nach. Komm, zack. Kann man eigentlich noch einbauen? So, und wir greifen hier an, beziehungsweise ihr seid jetzt mehr. Gruppe 3, Attacke. Feuer frei. Konzentriert euch auf... Oh, ist mir scheißegal auf was. Auf alles, was in die Luft schießen kann. So. Die Schnecken zerlegen meine... Was sind hier unten los? Komm zurück. Das ist ein bisschen blöd, ne? Meine Hydralisten hat es ganz schön zerlegt. Ganz klar. Oh oh. Oh oh. Flüchten können die eh nicht mehr. Dann geht ihr jetzt hier hinten greifen und wir bauen Flieger nach. Und hier bauen wir Hydralisten nach. Und wenn ihr hier noch welche habt, dann verpuppt die. Na, wer ist stärker? Mist, da kommt noch einer. Ach, schade. Ja, das hat schon ein bisschen wehgetan. Wo schicke ich denn euch jetzt hin? Overlord, einer da. Kommt schon. Sag jetzt nicht, dass der mir hier... Der hat sogar nur ein Stufe 1 Update. Jetzt kommt schon. Hab ich verteidigungstechnisch was gebaut? Alter. Das war nicht der Plan. Aber okay. So, lass die mal hier raus. Ihr macht das hier halt noch fertig. Und dann... Tja, was wohl? Weiter, Hydralisten. Nochmal Angriff. Welle um Welle. Ihr verpuppt euch auch mal eben.
wieder hier rüber und ihr helft hier Minerals sammeln. Beziehungsweise ihr helft hier hinten. Hier ist Gas erschöpft, egal. Und das Verteidigungsupdate macht wahrscheinlich Sinn. Wir haben Level 3? Ja, hab ich auch. Los geht's. Ich kann zu Land nur einen bauen, ne? Komm, ihr verpuppt euch auch. Salz. Bring die zwei Fail-Hydralisten runter. Und du warst schön nach. Schön nachbauen. Wieder hoch mit dir. So. Dann haben wir dann Gruppe 1. Ach, das reicht doch. Komm, auf, Angriff. Attacke und wir warten kurz. Nein, wir warten nicht. Attacke. So. Jetzt gibt's auf die Omme. Diese Basis hier fällt jetzt. Soll man da noch einstehen? Egal. Geht doch. Geht doch weiter. Jetzt brauchen wir natürlich wieder welche zum Scouten. Da hätten wir noch ein paar... Wie heißt die eigentlich? Wächter? Und da schleicht sich eine Schnecke vorbei. Das gefällt mir gar nicht. Mach mal... Hier, Parasit, komm. Zack. Das muss sie sehen. Und dann... Ja, warte mal. Auch hier braucht man Lufteinheiten dafür. Wenn die hier rumsteht, ist ja alles in Ordnung. Ich hab jetzt eine 12er-Gruppe von denen. Wow. Das ist schon dick. Okay, da kommt Verstärkung. Nicht so cool. Nicht ganz so cool. Oh, Leck, was mache ich? Komm, ich muss euch angreifen. Solange ihr hier keine Luftabwehr habt. Jetzt provoziere ich wahrscheinlich den Angriff. Gut, Schnecke ist weg. Ach, jetzt brauche ich Gas. Na sowas, dann bring doch mal die zwei hier zum Gas sammeln. Zack, bumm. Und hier runter. Und was machen wir? Hier oben war nichts. Tja, wenn man halt nicht gescoutet hat, dann ist das halt scheiße. So, 5 Stück. Guckt mal erstmal hier runter. Und prinzipiell könnte ich auch noch eine Basis bauen jetzt. Würde ja auch wieder Sinn machen. Oder... Können wir auch noch warten, weil ich meine, dann könnte ich nämlich unten mehr Einheiten bauen. Naja. Schauen wir erstmal, ob hier unten noch was ist. Ich gehe mal nicht davon aus, aber wir schauen mal.
eher so ein Vorpost, ne, was er da hat. Okay, und hier ist ganz viel Basis. Und hier ist ein Angriff. Rüber mit euch. Overlords, na gut. Hab's gehört, danke. So, dann baut halt hier auch nochmal drei Soldier Guides. Update-technisch diesen hier. Und zwei von euch noch hier Gas fördern. Ah, hier haben wir auch nochmal Flieger. Ist klar, euch schicken wir mal hier rüber. Da hast du deinen blöden Overlord. Oh, der hat ganz schön gelitten. So. Jetzt guck mal hier drüben weiter. Ja, gerade wollte ich sagen, Scouten ist das A und O. Dann bleibt ihr mal hier und wir machen mal hier voll. Da wird einmal stressen. So, schön auf die Wächter warten. So, jetzt sind sie da. Los geht's. Feuer frei. Machen. Noch eine Steuerung 3 dazu. Da steht auch noch einer. Okay. Noch ein Update fertig. Und meine 5 Scouter, ihr dürft weiter scouten. Ja, doch, da ist was. Wieder zurück. Feuer. Tja. Dumm, ne? Okay. Geht mal hier hoch. Quetscht euch mal da hoch. Da haben es die Flieger natürlich leichter, ne? Ey, ehrlich? Komm, lauf doch einfach hier hoch. Gut. Und jetzt einfach hier voll rein. Schauen wir mal, was er uns hier entgegensetzt. Flieger. Eigentlich egal, hab genug Hydralisten dabei. Was mir gefährlich werden kann, sind wieder die Schnecken. Sehe aber noch keine. Scheint eher so seine Lufteinheitenbasis zu sein. Okay, wir bauen weiter. Wir bauen weiter Flieger. Oh, das ist seine Hauptbasis. Das ist schon seine Hauptbasis. Gut zu wissen. Ja, ist okay. Wahrscheinlich brauche ich gar nichts mehr. Wo werde ich angegriffen? Hier, helft ihr mal. Kommt hier runter. So. Ihr könnt hier auch mal dazu kommen. Feuer. Angriff. Ihr seid zu fünf, das muss doch reichen.
auch gegen Protoss. So, weiter, weiter, weiter. Braucht man noch eine Basis oder brauchen wir sie nicht? Keine Ahnung, wir bauen sie einfach mal. Aber wir bauen sie hier vorne hin. Dass wir direkt hier Einheiten bauen können. So, und wir schlagen uns noch hier rüber. Und ihr fightet noch ein bisschen mit. Und wo ist meine Maus? Achso. Lasst ihr immer eure Lakaien für euch kämpfen? Dies soll unsere Kampfarena sein, okay? Aha. Tretet mir hier gegenüber und ich werde euch selbst besiegen. Wie war das? Er hat keine Zeit für sowas? Was ist jetzt wieder los? Alles klar. Okay, Kerrigan, das riecht nach Falle. Was ist jetzt wieder los? Aber ich habe volles Vertrauen. Tarn dich halt im Notfall. Und haltet ihr euch mal bereit mitzuschießen. Und ihr einfach auch. Und ihr einfach auch. Und du sowieso. Dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube ja eher nichts. Gell? Okay, Tassada. Servus. Was ist jetzt wieder los? Attacke. Hä? Eine Illusion? Habt ihr Angst, mir gegenüberzutreten? Feigling. Solange ihr weiterhin so sprunghaft seid, oh Königin, muss ich euch überhaupt nicht gegenübertreten. Ihr selbst seid euer schlimmster Feind. Hm. Ich glaube, ich hab gewonnen. Ja, Sieg. Juhu. 48 Minuten, okay. Ging ja noch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen hier auf der Zocker Lounge mit den Zergen in Episode 2 von StarCraft Remastered. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst doch ein Abo da und ich würde mich freuen, euch wieder bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, einen schönen Abend, Mittag, Tag, was auch immer ihr gerade macht. Und trink nicht so viel Bier. Ciao.